beobachte jetzt schon eine ganze Weile die Luna, sie ist 3, was über 3 Jahre, wie sie mit sich selbst absolut im Reinen vor Wonne quietschen und schreien zwischendrin zum dreißigsten Mal oder so von dieser Rutsche runterrutscht. Mal vorwärts, mal rückwärts, mal bäuchlings, mal rücklings. Sie hat so eine Freude daran, Schwerkraft in Form einer Rutschbahn zu erfahren. Und es ist ja völlig egal, ob das Erdanziehungskraft, Schwerkraft, Zentripetalbeschleunigung oder was auch immer heißt. Sie merkt nur, wenn sie sich da drauf setzt und runterrutscht, hat Spaß. Und das ist erlebnisorientiertes Lernen. Das ist Lernen durch Leben. Und wir Menschen bleiben genau genommen zeitlebens Kinder. Das heißt, man sagt über so Kinder kann nichts passieren, die haben nur weiche Knochen und so. Warum kann ich mit 50 oder 55 keine weichen Knochen, keine dehnbaren Bänder haben? Warum muss ich mir was brechen, wenn ich von der Schaukel springe oder ich traue mich schon gar nicht mehr schaukeln? Ich war jetzt die Tage wieder mal seit 30 Jahren das erste Mal auf der Schaukel und habe einfach geschaukelt. Alleine mit mir. Ja, und da ist mir klar geworden, dass wir einfach nur länger auf diesem Planeten sind. Und in dieser Zeit scheint etwas mit uns passiert zu sein, was wir in der Weisheit unseres Kindseins, als wir mit der Allwissenheit und der Verbundenheit zu unserem Ursprung geboren wurden, gewusst haben. Es kann uns nichts passieren. Es passiert einfach nichts. Also passieren dort immer was, aber es passiert. Es geht ja an uns vorbei. Und wenn es Plumps macht, dann macht es Plumps. Und wenn wir auf den Mund fallen, dann fallen wir auf den Mund. Aber es kann nichts geschehen, was uns wehtut oder wo wir uns wehtun könnten. Bis wir lernen, dass wir über Selbstverletzung oder Schmerz Aufmerksamkeit bekommen, dann schleichen sich diese Geschichten in unser Leben ein. Und wenn wir dann merken, dass die anderen Menschen um uns herum, die Eltern und die großen Geschwister, scheinbar Probleme haben, wo gar keine sind, dann versuchen wir diese Probleme zu kopieren, schaffen sie uns auch, um dann auch über dieses Problem die Belohnung zu bekommen. Und so wird es in unserer Gesellschaft irgendwann schick, krank zu sein, zu altern, gebrechlich zu werden, es denen gleich zu tun, die um uns herum schon seit Generationen den gleichen Film drehen, nämlich mit 30 auf die Rente warten, mit 50 halbtot sich an Maschinen zu stellen oder in Büros zu sitzen. Und irgendwann dann in der Rente das nicht mehr tun zu können, was sie ihr Leben lang für die Rente aufgespart haben. Ja. Ich erschaffe mir gerade mein Kindsein zurück. In jedem Augenblick. Und wenn man dann da so zeitlos auf den Blätterboden starrt, sieht man plötzlich, dass alles Licht ist. Und jetzt werde ich gerufen. Namaste. Ciao dabei.